Vorhang auf im Pandagarten. Hier scheint die Welt noch in Ordnung. Der Bär gilt als Symbol für gute Beziehungen. China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Vor allem die Automobilbranche lebt vom Export ins Reich der Mitte. Auch die Importe aus China boomen. Doch es gibt auch Konflikte. Die Volksrepublik China ist eine Einparteiendiktatur. Präsident Xi lässt keine Opposition zu und das Volk überwachen. Er rüstet sein Land weiter auf. Er verletzt die Menschenrechte. Und er pflegt eine Freundschaft, die auch für die Deutschen zum Streitfall wird. Peking steht im Ukraine-Konflikt an Putins Seite. Wie steht es um die deutsch-chinesischen Beziehungen und ihre Geschichte? Über Jahrhunderte ranken sich um das Reich der Mitte Mythen und Legenden. Christliche Missionare aus Deutschland berichten von geheimnisvollen Sitten und Bräuchen. Vom verschlossenen Reich mit einer ganz eigenen Kultur. Man wusste ja kaum etwas voneinander. China war eine Welt entfernt, war eine Ewigkeit entfernt. Die Chinesen wiederum haben sich kaum für Deutschland interessiert. Und diese Distanz hat bewirkt, dass man einander ganz verzerrt wahrgenommen hat. Das ändert sich seit Ende des 19. Jahrhunderts. Noch heute gibt es in China deutsche Spuren aus der Kolonialzeit, wie in Qingdao. Das einstige Wohnhaus des deutschen Gouverneurs und sein Regierungssitz. Symbole des Herrschaftsanspruchs in der sogenannten Musterkolonie, wie sie die Deutschen damals selbstherrlich nannten. Die Entfernung von der Kolonie Qingdao bis zum Mutterland beträgt 12.000 Kilometer. Von der fremden Kultur und ihren Menschen künden Aufnahmen, die der Filmdienst der Berliner Universität damals angefertigt hat. Das Bier aus der einstigen Germania-Brauerei ist noch heute ein Verkaufsschlager. Jeder in China trinkt gerne das Qingdao-Bier, aber die deutsche Kolonialzeit ist jetzt nicht ganz so präsent. Die Brauerei für das Qingdao-Bier ist die größte in China. Der alte Kesselraum, ein Relikt deutscher Braukunst, die um die Welt ging. Das war im Grunde die erste Fusion chinesischer und westlicher Kultur. Und das Bierfestival, also die chinesische Wiesen in Qingdao, die ist in ganz China bekannt. Heute gehört zu Qingdao der sechstgrößte Containerhafen der Welt. Deutsch-chinesische Gemeinschaftsunternehmen produzieren hier Autos und Helikopter. Investitionen in Milliardenhöhe. Die Anfänge waren weniger freundlich. Wie eine Torte teilen Deutsche und Franzosen, Engländer, Russen und Japaner vor 125 Jahren China untereinander auf. Das chinesische Kaiserreich ist den militärisch stärkeren Kolonialmächten ausgeliefert. Nach Jahren der Besatzung regt sich im Jahr 1900 Widerstand gegen die Fremden. Die sogenannten Boxer wollen die Ausländer aus dem Land treiben. Als sie in Peking den Gesandten des deutschen Kaisers ermorden, schwört Wilhelm II. Rache. Eine Schutztruppe soll den bedrängten Ausländern in China zu Hilfe kommen. In seiner sogenannten Hunnenrede gibt er den Soldaten mit auf den Weg. Deutschlands Name möge so bekannt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen. Die Deutschen galten wie andere Europäer auch als Barbaren. Und das hat Wilhelm II. Mit seiner Hundenrede ja auch sehr schön bestätigt. Und die Deutschen haben es selbst bestätigt durch das Gemetzel, das sie dann nachher
im Zuge des Boxeraufstands angerichtet haben. Das Deutsche Kaiserreich will Großmacht sein, Weltgeltung erlangen und tritt entsprechend auf. Nun fordert Wilhelm von China auch noch persönliche Genugtuung für den Anschlag auf seinen Gesandten. Im September 1901 reist aus dem fernen Peking Prinz Chun an und entschuldigt sich in aller Form. Das chinesische Kaiserreich ist ohnehin geschwächt. Es endet 1911 in einer Revolution. Die Kolonialzeit ist bis heute nicht vergessen. 100 Jahre nach der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas sagt Präsident Xi Jinping: Wir werden es nie wieder zulassen, dass wir durch fremde Mächte unterjocht werden. Wer das versuchen sollte, wird ein Blutvergießen an einer großen Mauer aus Stahl erleben, erbaut von 1,4 Milliarden Chinesen. Und das meint Präsident Xi damit, dass China nie wieder so schwach werden soll, dass es von anderen Mächten angegriffen werden kann. Mit dem Untergang des Deutschen Kaiserreichs endet auch seine Kolonialzeit. In den 20er Jahren kommen Deutsche als Händler und Ingenieure zurück. Sie bauen Züge und Straßenbahnen, Hightech-Produkte ihrer Zeit. Das Elektrounternehmen Siemens schickt ganze Familien nach China. Die Männer aus Deutschland sollen das Land modernisieren und für Absatz sorgen. Siemens baut Kraftwerke und liefert Elektromotoren für den Kohleabbau. Vielen wird China zur zweiten Heimat. Der deutsche Einfluss ist sicherlich dadurch zu erklären, dass natürlich deutsche Technik immer noch hoch im Kurs stand. Hinzu kam, dass die Deutschen keine Kolonien mehr in China hatten. Sicherlich auch der Umstand, dass die Chinesen sich in einer ähnlichen Situation wie Deutschland sahen. Beide hatten also das Ziel, sich national wieder aufzurichten. 1933 kommt Hitler an die Regierung. Er will Deutschland zur Weltmacht führen. In China lässt sich damals Chiang Kai-shek als Führer anreden. Er hält enge Kontakte zu Hitlers Reich. In dieser Situation schien der Faschismus tatsächlich ein Heilmittel zu sein. Chiang Kai-shek hat ausdrücklich gesagt, der Faschismus kann China retten. Da war Deutschland Vorbild. Das Hakenkreuz weht auch über den Niederlassungen der Deutschen in Qingdao. Hitlergruß und NS-Kult am anderen Ende der Welt. Tausende Deutsche leben in Chinas Metropolen und sind dort sehr anerkannt. Besonders in Nanjing. Diese Stadt hat in der deutsch-chinesischen Geschichte einen besonders hohen Stellenwert. Die Japaner marschieren hier 1937 ein. Sie sind Hitlers Bündnispartner und gehen brutal gegen die Zivilbevölkerung vor. 300.000 Chinesen sterben. Der deutsche Geschäftsmann John Rabe jedoch stellt sich dagegen. Um sein Haus richtet er eine 4 Quadratkilometer große Zone ein, in der die Chinesen Zuflucht finden. John Rabe war ein Nazi, der für Siemens gearbeitet hat und der dann auf seinem Grundstück eine große Fahne, eine Hakenkreuzfahne, ausgebreitet hat, 3x6 Meter groß. Und das war für die japanischen Truppen das Zeichen, dass sie da nicht bombardieren sollen. Und so hat er 200.000 Chinesen gerettet. Sein Wohnhaus ist heute ein Museum, seine Tat unvergessen. Präsident Xi würdigt den Deutschen. In China ehren wir John Rabe, ein Mann, der seine Hingabe zum Leben und Frieden bewiesen hat. Sie nennen ihn den guten Deutschen. Jahrzehntelang war John Rabe Zeuge chinesischer Geschichte.
Lange lebten die Menschen, als wäre die Zeit stehen geblieben. Hungersnöte und Naturkatastrophen bestimmten den Alltag. Der Kommunist Mao Zedong will das ändern und Chiang Kai-shek die Macht über China entreißen. Dabei hilft ihm ein deutscher Militärberater, Otto Braun, genannt Li. Als einer von wenigen Ausländern nimmt er 1934 am legendären Langen Marsch teil. Es ist die Flucht Maos und seiner Anhänger vor seinem militärisch überlegenen Gegner Chiang Kai-shek ins Landesinnere. Mit großen Verlusten. Am Ende triumphieren die Kommunisten. Ihr Langer Marsch wird zum Ursprungsmythos des heutigen Chinas. Am 1. Oktober 1949 ruft Mao in Peking die Kommunistische Volksrepublik aus. Diese Regierung ist die einzig legitime Vertretung des gesamten Volkes der Volksrepublik China. Im Nationalmuseum am Tiananmen-Platz in Peking wird der Wiederaufstieg in Szene gesetzt. Nach Jahrzehnten von Fremdherrschaft und Bürgerkrieg ist China wieder ein Machtfaktor. Auch die Bundesrepublik Deutschland wird 1949 gegründet. Bundeskanzler Adenauer verfolgt die Einbindung des jungen Staates in den Westen. Mithilfe der USA gelingt ein westdeutsches Wirtschaftswunder. Das Land ist geteilt. Feindbild ist der Kommunismus. Der andere deutsche Staat, die DDR. Unter der Führung Stalins wird sie in den sogenannten Ostblock integriert. SED-Chef Walter Ulbricht pflegt den sozialistischen Schulterschluss. Auch mit China. Für die DDR war die Volksrepublik China ein sozialistisches Bruderland. Die Bundesrepublik Deutschland stand auf der anderen Seite der weltpolitischen Ordnung und hat zunächst mal nicht die Volksrepublik China diplomatisch anerkannt, sondern das freie China, wie es damals hieß, nämlich die Republik China auf Taiwan. Denn Chiang Kai-shek war nach Taiwan geflohen, das künftig Republik China heißt. Mao hat mit dem kommunistischen China Großes vor. In 15 Jahren werde sein Land die USA eingeholt oder überholt haben, prahlt er. Doch Steigerungsraten der 5-Jahrespläne sind mehr Wunsch als Wirklichkeit. Aus westlicher Sicht ist China eine fremde Gegenwelt. Maos Politik fordert große Opfer. Es beginnt mit der Enteignung der Großgrundbesitzer. Kleinbauern werden von der Partei aufgefordert, sich Land mit Gewalt anzueignen. Es kommt zu Schauprozessen und Lynchjustiz. Beim sogenannten großen Sprung nach vorne müssen Bauern Stahl produzieren. Selbst Töpfe und Werkzeuge werden eingeschmolzen. Und die Felder vernachlässigt. Folge ist die wohl größte Hungersnot der Geschichte. Im Westen erfährt man wenig davon. In der Kulturrevolution ab Mitte der 60er Jahre jagen Maos Rote Garden vermeintliche Feinde der Partei. Maos Politik kostet Millionen von Menschenleben. Maos China ist abgeschottet. Erst 1972 ändert sich das, als US-Präsident Nixon den großen Vorsitzenden in Peking besucht. Mao Zedong war natürlich sehr geschmeichelt. Man muss sich vorstellen, er war jahrzehntelang isoliert. Und nun fährt plötzlich der mächtigste Mann der Welt fährt zu ihm. Als habe man nur darauf gewartet. Wenige Monate später tauschen die Bundesrepublik und die Volksrepublik China Botschafter aus. Antrittsbesuch bei Bundespräsident Heinemann. 1973 erkennt auch Bonn das kommunistische China an. Vorausgegangen sind Geheimverhandlungen und ein Besuch von Außenminister Walter Scheel in Peking.
Ende 1975 reist mit Helmut Schmidt erstmals ein Bundeskanzler ins Reich der Mitte. Es ist die Zeit der Entspannungspolitik. Helmut Schmidt war überzeugt davon, dass China ein wichtiges Land ist, ein altes Land, seit 200 vor Christus eine Nation, und dass man sich deswegen mit diesem Land beschäftigen muss, egal welches politische System hat. Auch der deutsche Bundeskanzler wird von Mao persönlich empfangen. Das lange Gespräch in freundschaftlicher und aufgelockerter Atmosphäre gab Bundeskanzler Schmidt erneut Gelegenheit, die deutsche Friedens- und Entspannungspolitik darzulegen und seinerseits die chinesische Auffassung über Probleme kennenzulernen, die China in unserer Zeit bewegen. Man muss sich das mal vorstellen. Da reist der Sozialdemokrat Helmut Schmidt nach China zu einem der übelsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts, Mao Zedong, der zu dem Zeitpunkt ungefähr 70 Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, und gratuliert ihm zu seiner erfolgreichen Politik. Da fällt kein Wort von Freiheit, von Menschenrechten und so weiter. Kritiker halten Schmidt für einen China-Versteher. Helmut Schmidt hat einen Grundsatz gehabt. Er sagte, wir müssen zwar an unseren moralischen Grundsätzen festhalten, aber wir sind nicht beauftragt, sie anderen aufzudrängen. Und diese Grundhaltung halte ich auch für richtig. Wir können andere Länder nicht ändern. Respekt gegenüber einer der ältesten Kulturen der Welt. Und Verzicht auf Einmischung. Für Helmut Schmidt der Schlüssel zur Verständigung. Der Handel mit China dankt es mit zweistelligen Wachstumsraten. Deutsche Technik im Tausch gegen Rohstoffe. Immer wieder ein Erfolgsmodell. Das war eine Zeit, in der wir die Hoffnung hatten, dass man durch mehr Öffnung und mehr Kommunikation und eben solche Freundschaften, wie Helmut Schmidt sie etabliert hat, dass man China noch weiter liberalisieren kann und öffnen kann. Vielleicht nicht bis hin zu einer Demokratie, aber zumindest so weit zu öffnen, dass man einen ehrlichen, offenen Umgang und Austausch miteinander führen kann und China in die existierende Weltordnung integrieren kann. Der Außenseiter China weckt Interesse und Illusionen. Der große Vorsitzende und seine rote Bibel gewinnen Kultstatus. Auch in Deutschland. Seit Ende der 60er Jahre protestiert die Studentenbewegung gegen Kapitalismus und Imperialismus. Mao wird zum Idol. Die 68er wussten eigentlich nichts von China. Sie haben sich die Kulturrevolution wahrscheinlich so vorgestellt wie Studentenrevolte in Europa mit freiem Sex und mit Diskussionsgruppen und allem, was dazugehört. Selbst Nationalspieler Paul Breitner lässt sich mit Mao ablichten. Einer, der damals protestierte, erinnert sich. Mao Zedong schafft es, seine Politik auf den Begriff der Rebellion zu bringen. Er war der Machthaber und redete von Rebellion. Und dass es nötig sei, zu rebellieren. Und dass die Partei nicht immer recht hat, sondern dass man im Zweifel auch gegen die Partei rebellieren muss. Und dieses Gefühl, wir wollen rebellieren, im Zweifel gegen unsere Professoren, das war, glaube ich, auch ein ganz starkes Motiv. 1976 stirbt Mao mit 82 Jahren. Die Trauer um den Diktator ist auch staatlich angeordnet. Nach seinem Tod übernimmt Maos Parteigenosse und Rivale Deng Xiaoping die Macht. In einem Land, das wirtschaftlich am Boden liegt. Deng Xiaoping hat gesagt, die Kulturrevolution oder die Mao-Zeit habe China ein halbes Jahrhundert zurückgeworfen. Maos Nachfolger geht neue Wege, reist nach Amerika, ins Land des Klassenfeinds und genießt es. Er kritisiert die Abschottung seines Landes. Sie habe die Entwicklung Chinas blockiert, sagt er. Reich werden ist glorreich, lautet das neue Motto. Diese Sprache versteht der staunende Westen. Deng Xiaoping, der Reformer, hat übernommen. Und der hatte erstmal eine bittere Botschaft an die Chinesen.
Er hat nämlich gesagt, liebe Chinesen, wir schaffen das nicht alleine. Wir sind zu schwach. Wir müssen uns von den Ausländern, von den Kapitalisten, von den Imperialisten helfen lassen. Und das war natürlich eigentlich eine ungeheure Erkenntnis. Auch die deutsche Wirtschaft hilft gerne. China und sich selbst. 1983 entsteht in Shanghai das erste VW-Werk. Damals sind private Pkw noch verboten. Dies sind Dienstfahrzeuge für Funktionäre. Also das erste Modell, was sie dann gebaut haben, war der VW Santana. Ein Auto, das in Deutschland gar nicht so gut funktionierte. Und dann hat man gesagt, man baut es eben in China. Da sind die Chinesen sind nicht so wählerisch. Die nehmen jedes Auto. Und damals war es so, dass die meisten Autos dann auch weinrot waren. Weil Weinrot hatte man noch übrig in Deutschland. Das war auch eine Farbe, die hat sich nicht so gut verkauft. Die Chinesen waren dankbar, die haben alles genommen, was gefahren ist damals. Und es gab tatsächlich Zeiten, wo der weinrote Santana das prägende Auto im Stadtbild war. 6 Millionen Santana verkauft VW. Heute ist Volkswagen mit seinem Joint Venture der größte Autohersteller in China. Auf Helmut Schmidt folgt Helmut Kohl. Gegenseitige Staatsbesuche sind seit den 1980er Jahren die Regel. Immer dabei eine vielköpfige Wirtschaftsdelegation. Die deutschen Kanzler sind für die Unternehmer Türöffner in Chinas neuem Staatskapitalismus. Auch zu Hause pflegt man gerne ein wenig Exotik. Im China-Restaurant. Die 80er Jahre waren eine Hochzeit auch des kulturellen Austauschs zwischen Deutschland und China. Die Zahl der Sinologie-Studentinnen wuchs enorm an. Es wurden chinesische Filme in deutschen Kinos gezeigt. China und Deutschland schlagen neue Töne an. 1987 spielt Udo Jürgens vor chinesischem Publikum. Nicht einmal 10 Jahre nach der Öffnung des Landes durch Deng Xiaoping. Die Sendung wird live ausgestrahlt in beiden Ländern. Ja, und dieses Experiment entspricht so ein bisschen dem Versuch, auf einem Teller Eisbein mit Pekingente zu servieren. Doch im Frühling 1989 zeigt das kommunistische Regime sein anderes Gesicht. Pekings Studenten demonstrieren für mehr Freiheit und Demokratie. Ausgerechnet jetzt hat sich der sowjetische Generalsekretär angekündigt, der für Glasnost und Perestroika steht. Der Gast muss den Hintereingang nehmen. Ein Gesichtsverlust für Deng. Und beim Abflug hat Gorbatschow gesagt, die chinesische Führung hat die Kontrolle über ihr Land verloren. Und das hat er schon auch mit einer gewissen Genugtuung gesagt. Der im Westen als Reformer geschätzte Deng schickt die Volksbefreiungsarmee. Ob Hunderte oder Tausende starben, ist umstritten. Die Reaktionen in den beiden deutschen Staaten höchst unterschiedlich. Wir trauern mit allen Chinesen der Welt um die Opfer. Und wir verurteilen mit allen Freunden Chinas diesen Rückfall in eine unverhüllte Unterdrückung. Helmut Kohl vertritt sicherlich die liberal-demokratische Denkrichtung, der es darum geht, individuelle Menschenrechte zu schützen. Und das Charakteristische an der chinesischen Position ist, dass sie das Verbot, sich in die inneren Angelegenheiten eines Staates einzumischen, auch auf Menschenrechtsfragen bezieht. Das sieht auch die DDR so. Politbüro-Mitglied Egon Krenz eilt nach Peking, will den chinesischen Genossen uneingeschränkte Solidarität zusichern. Man stehe auf der Barrikade der sozialistischen Revolution dem gleichen Gegner gegenüber, sagt er. Für die DDR-Bürgerrechtler eine Bestätigung für ihre Kritik am eigenen Regime. Dieses Zusammenschießen von tausenden Studenten auf den Tiananmen, den Platz des himmlischen Friedens, und die Reaktion von Herrn Krenz,
darauf, der dies begrüßte und dann ja auch nach China fuhr. Das machte nochmal in besonderer Weise deutlich, dass dieses Regime der SED hochgefährlich war. Aber ich habe natürlich im Sommer 1989 selbst nicht glauben können, dass dann das Ende der SED-Herrschaft so bald kommt. Die Angst ist groß vor einer chinesischen Lösung. Denn auch in vielen Städten der DDR gehen die Menschen auf die Straße. Im Sommer 89 fliehen vom ungarischen Sopron aus hunderte DDR-Bürger über die Grenze in den Westen. Nun möchte China die DDR unterstützen und bietet Leiharbeiter an. In einem Telegramm aus Peking an den Genossen Krenz heißt es: Das Schicksal des Sozialismus in der DDR ist von strategischer Bedeutung für den Weltsozialismus. China kann gewünschte Anzahl an Arbeitskräften zur Verfügung stellen. Doch das Angebot verpufft. Am 9. November 89 fällt die Mauer. Also das war im Grunde eine nette diplomatische Geste der Chinesen. Aber in Berlin gab es nie wirklich ernsthafte Diskussionen, diese Hilfe anzunehmen. 1991 zerfällt auch die Sowjetunion. Die Ära Gorbatschow endet. Chinas heutige Führung hat daraus Lehren gezogen. Dass man die Zügel kurz halten muss, also dass man Kontrolle weiter ausüben muss, dass man aufpassen muss, dass man nicht die Kontrolle über die Entwicklung verliert. Das wiedervereinigte Deutschland will sein Verhältnis zu China normalisieren. 1995 besucht Helmut Kohl die Volksbefreiungsarmee. Eine Geste der Annäherung. Um Menschenrechte geht es nur am Rande. So wenig wie möglich soll die Stimmung zwischen Deutschland und China trüben. Die Sache wurde schon schwieriger, wenn dann mal der Dalai Lama in Deutschland empfangen wurde, zum Beispiel. Ja. Dann hat China ja durchaus empfindlich reagiert. Tibet, das Dach der Welt. Sein religiöses Oberhaupt, der Dalai Lama, fordert mehr Autonomie für die Tibeter. 1995 empfängt mit Außenminister Klaus Kinkel erstmals ein Mitglied der deutschen Regierung, den Dalai Lama. Ein heikler Termin. Das traditionelle Umlegen des überreichten Schals könnte von China missverstanden werden. Der Minister wehrt ab. Und noch heute reagiert Peking bei dem Thema allergisch. Betrachte die Dinge von allen Seiten. Schon ein Zitat des Dalai Lama kann Ärger bringen. Daimler hat eine Werbung geschaltet mit einem absolut harmlosen Dalai Lama-Zitat. Also es war was völlig Belangloses, wo nichts Politisches dahinter war. Das wurde entdeckt. Und daraufhin hat Daimler in China so einen klassischen Shitstorm erlebt. Ja, und daraufhin hat sich Daimler dann entschuldigt, wie sie es hätten wagen können, dieses Dalai Lama-Zitat zu verwenden. Und das ist natürlich völlig absurd. Dennoch boomen die Wirtschaftsbeziehungen. Kanzler Gerhard Schröder setzt nicht nur auf Handel, sondern auch auf den Transfer von Wissen, glaubt, dass sich das auszahlt. Dass die deutsche Wirtschaft nicht einfach nur Geschäfte in China machen will, das will sie auch und das soll sie auch. Aber sie will vor allen Dingen auch in fairer Partnerschaft ihr technologisches Wissen hier zur Verfügung stellen, damit wir beide Länder, beide Völker einen Gewinn davon haben. Technologietransfer mit zum Teil seltsamen Blüten. Der Transrapid, eine deutsche Erfindung, schwebt nur um Shanghai, nicht in Deutschland. Der deutsche Roboterhersteller KUKA wurde von China gekauft, samt zukunftsweisender Technologie. Es hat eine Debatte losgetreten, ob unsere Industrien, die
ja auch mit unseren nationalen Interessen zusammenhängen oder kritische Infrastrukturen darstellen, ob die genug geschützt sind. Und es gab dann eine Reihe von regulatorischen Änderungen auf nationaler Ebene, aber auch auf EU-Ebene, um dem zu versuchen, entgegenzuwirken. Seit der Jahrtausendwende ist China zu einer ökonomischen Supermacht herangewachsen. Nach den USA ist das Land mit seinen 1,4 Milliarden Menschen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aufschwung, doch ohne Freiheit. Unter Staatsführer Xi Jinping strebt die Kommunistische Partei die totale Kontrolle über das Land an. Und die Machtansprüche reichen noch weiter. Wir nähern uns mit immer mehr Selbstbewusstsein und Kraft dem Ziel des großen Wiederaufstiegs der chinesischen Nation. China ist aufgestanden unter Mao Zedong, als die Volksrepublik gegründet wurde. Da hat man dem Ausland die Stirn geboten. China ist reich geworden unter Deng Xiaoping in den 80er Jahren, teilweise 90er Jahren. Und jetzt, unter Xi Jinping, ist China stark geworden. Und damit das so bleibt, hat Präsident Xi die neue Seidenstraße ausgerufen. Ein riesiges Infrastrukturprojekt, über das der Handel mit China abgewickelt werden soll. Auf Land- und Wasserwegen, die bis nach Deutschland reichen. Diese neue Seidenstraßeninitiative, die inzwischen gar nicht mehr so neu ist, die wurde anfänglich sehr positiv bewertet, gerade von der Wirtschaft, um mit China potenziell mehr Geschäfte zu machen. Doch damit wächst auch Chinas Einfluss. Was ziemlich schnell klar wurde, nachdem diese Initiative verkündet wurde, dass China auch geopolitische Ziele verfolgt mit der Initiative. Also dass China beispielsweise wirtschaftliche Abhängigkeiten herstellt zwischen kleineren, vor allem kleineren Ländern und China und diese dann versucht politisch zu nutzen. Wirtschaft als Druckmittel. Auch deutsche Standorte erreicht die neue Seidenstraße. 16 Tage benötigen die Transporte zwischen der Millionenmetropole Chongqing und Duisburg. Doppelt so schnell wie auf See und halb so teuer wie Luftfracht. 2014 kommt der chinesische Präsident zur Einweihung nach Duisburg. Die Stadt soll ein wichtiger Logistikknotenpunkt in Europa werden. Damit rückt China näher an Deutschland. Wirtschaftlich. Auch politisch. Die Theorie vom Wandel durch Handel war eine beruhigende Illusion, die auf einer Erfahrung beruht, die wir eigentlich in westlichen Demokratien gemacht haben. Die aber in einem Parteistaat wie China nicht funktioniert. Die Handelsbeziehungen mit Deutschland florieren. Aber die Kluft zwischen den politischen Systemen und Kulturen wird immer stärker spürbar. Ganz klar, es haben auch 100 Millionen Chinesinnen und Chinesen von diesem Wirtschaftswachstum profitiert, sie sind reich geworden, aber politische Rechte hat es ihnen nicht gebracht. China hat sich verändert unter Xi Jinping. Ein effizientes Überwachungssystem sorgt für totale Kontrolle durch den Staat. Wer sich an die Regeln hält, hat wenig zu befürchten. Wer sie hinterfragt, riskiert viel. Also mir macht das natürlich was aus als Journalistin, weil natürlich diese Kameras dafür sorgen, dass ich mich nirgendwo unbeobachtet bewegen kann, nirgendwo unbeobachtet recherchieren kann. Big Brother is watching you. Für eine schöne, neue Welt. Man fühlt sich in China, also auf eine komische Art und Weise, auf eine sehr, sehr seltsame Art und Weise, sehr sicher und unsicher zugleich. Also natürlich sicher vor Taschendieben, sicher vor Überfällen. Über die Überwachungsbilder kann man eigentlich alles fast lückenlos zurückverfolgen. Aber gleichzeitig ist man sehr unsicher vor dem Staat. In der Provinz Xinjiang ist schon verdächtig, wer eine Moschee besucht. Die muslimischen Uiguren sollen ihrer Religion abschwören. Die chinesische Polizei unterdrückt und verfolgt die Minderheit. Dokumente zeigen, dass Hunderttausende Uiguren in Lager gesperrt werden und Zwangsarbeit leisten müssen. China bestreitet die Menschenrechtsverletzungen.
Wenn wir das thematisieren, öffentlich sagen, dass wir das kritisieren, dann will China keinen Dialog führen. 2021 verhängt das EU-Parlament Sanktionen gegen chinesische Amtsträger. Das hat China sicherlich überrascht. Das waren die ersten europäischen Sanktionen seit dem Tiananmen-Massaker 1989. Aber es war mehr als gerechtfertigt. Wir zeigen China damit, dass für uns dieses Prinzip der Menschenrechte auch in den Beziehungen eine Rolle spielt und nicht einfach zugunsten von ökonomischem Vorteil zur Seite geschoben werden kann. Bütikofer wird prompt zurücksanktioniert. Praktisch hat es für mich die Konsequenz, dass ich jetzt Freunde in Hongkong oder in China nicht mehr anrufe, weil ich sonst befürchten würde, dass denen das bös ausgelegt wird, wenn sie mit so einem, in Anführungszeichen, Staatsfreund in Beziehung stehen. Ob sich Sanktionen als wirksames Druckmittel eignen, bleibt umstritten. Ich bin für Gespräche, sehr offene Gespräche mit denen, die solches Verhalten zu verantworten haben. Aber ich bin nicht dafür, dass wir durch Sanktionen, die unsere Beziehungen treffen und damit auch unsere Möglichkeiten, auf diese Länder einzuwirken, Sanktionen einführen, die nichts bewirken. Taipeh, Hauptstadt von Taiwan, der Republik China. Taiwans Status ist umstritten. Der Westen pocht auf die Selbstbestimmung des demokratischen Inselstaats. Peking sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, will die Wiedervereinigung, notfalls mit Gewalt. Taiwan ist für Xi Jinping so ein Mosaikstein, das noch fehlt, um das Bild des chinesischen Wiederaufstiegs vollständig zu machen. Selbstbewusst und ökonomisch erfolgreich will Taiwan seinen eigenen Weg verteidigen. Dem will auch Litauen Rechnung tragen. 2021 erlaubt Vilnius der Republik China die Eröffnung eines Büros unter dem Namen Taiwan. Schon das sieht Peking als Provokation. Litauen hat der taiwanesischen Regierung erlaubt, eine Repräsentanz in Litauen zu eröffnen. Und das ist etwas, das wird von China so gewertet, dass man dadurch taiwanesischer Unabhängigkeit in Raum geben würde. Und daraufhin hat China dann erstmal angefangen, haben erst Litauen aus dem Import-Export-Register rausgeschmissen, sodass litauische Waren nicht mehr direkt rein und raus konnten. Auch Deutschland bekommt die Willkürmaßnahme Chinas zu spüren. China hat angefangen, auf andere Unternehmen, unter anderem auf deutsche Unternehmen, Druck auszuüben und zu sagen, wenn ihr litauische Produkte, jetzt meinetwegen in euren Autos oder in sonst was, verwendet, die ihr nach China importieren müsst, dann habt ihr ein Problem. Am 4. Februar 2022 eröffnet Präsident Xi die Olympischen Winterspiele in Peking. Eine Schau der Superlative. Doch der einzige prominente Deutsche, der hier zu sehen ist, ist Thomas Bach, Präsident des IOC. Wegen Chinas Umgang mit den Menschenrechten sind kaum westliche Politiker angereist. 16 Tage und eine Schlussfeier später bleibt nicht viel von diesen Spielen. Die Zeremonie ist noch keinen Tag vorbei. Da dringen die russischen Truppen in ukrainisches Gebiet ein und beginnen den Krieg. Unklar bleibt, was Präsident Xi von den Kriegsplänen Russlands wusste. Seit Jahren zelebrieren der russische Präsident und sein chinesischer Kollege ihre, wie sie sagen, grenzenlose Freundschaft. Noch vor Eröffnung der Spiele hatte sich Putin mit Xi Jinping getroffen. Auch nach Kriegsbeginn bleibt Peking beim Schulterschluss mit Russland und sieht sich doch in einem Dilemma. China steckt da in einer sehr schwierigen Lage. Gleichwohl will man es sich nicht mit den Europäern verscherzen, also vor allem nicht mit Deutschland. Wir haben eine leichte Verschiebung in der Intonierung bestimmter Dinge.
Als zum Beispiel neulich der chinesische Botschafter in Kiew betonte, man sei sehr beeindruckt von dem Widerstandsgeist und so. Und chinesische Politiker haben dann auch betont, ja, man wolle natürlich Frieden und diesen Konflikt lösen. Und was bedeutet diese Entwicklung für Taiwan? Ebenso wenig wie Russland die Ukraine als eigenständige Nation sieht, genauso wenig sieht Peking Taiwan als eigenständige Nation. Hat Xi mit Taiwan vor, was Putin in der Ukraine begonnen hat? Ich glaube, dass der bisherige Kriegsverlauf in Peking eher noch mal vorerst zur Vorsicht verleitet. Man sieht, wie schwer es ist, ein ganzes Land einzunehmen. Dass die militärische Aufrüstung nur der Verteidigung dienen soll, daran wachsen Zweifel. Und im Inneren schreitet die Unterdrückung der Opposition voran. Spätestens mit dem Amtsantritt Xi Jinpings 2012/13. Seitdem ist China Schritt für Schritt in Richtung eines totalitären Staates wieder zurückgegangen. Und das hätte man schon viel früher erkennen müssen. Dabei will sich China als das überlegene System beweisen. Die Welt staunt, als in Wuhan zu Beginn der Pandemie innerhalb von 8 Tagen ein Krankenhaus entsteht. Ist ein autoritäres Regime leistungsfähiger? Sicher, die Chinesen können schneller Flughäfen bauen und Straßen. Sie können schneller ganze Städte bauen. Aber ich sehe nicht, was daran vorbildlich sein soll, zumal all das in China ja ohne Rücksicht auf Freiheitsrechte geschieht. Null Covid. Die Regierung in Peking zwingt bis heute Millionen Städte wie Shanghai in den Lockdown. Was zunächst wie eine drastische Maßnahme vor Ort anmutet, wächst sich aus zu einem internationalen Problem. Denn Lieferketten werden unterbrochen, auch nach Deutschland. Für viele ein weiterer Beleg, dass die Abhängigkeit von der chinesischen Wirtschaft zu groß geworden ist. Sie fordern, auch aus politischen Gründen, mehr Distanz zu Deutschlands wichtigstem Handelspartner. Doch das ist schwierig. Vielfältig sind Import und Export miteinander verwoben. Da geht es ja jetzt nicht nur um Öl und Gas wie im russischen Fall, sondern es geht um unzählige Produkte, die uns im täglichen Leben umgeben. Es kommt ungeheuer viel aus China. Das kann man natürlich nicht von einem Tag auf den anderen umstellen. Völlig unmöglich. Es kann nur darum gehen, uns langfristig unabhängiger zu machen, Lieferketten zu diversifizieren, Importe aus China durch eigene Produkte zu ersetzen. Und das ist eine Politik, die auf Jahre angelegt sein muss, die aber jetzt beginnen muss. Wo liegt die Balance? China ist ein globaler Akteur. Man muss als solches natürlich China als Partner betrachten. Und einfach nur eine Gegnerschaft aufzubauen, halte ich auch für gefährlich. Das heißt, man kann sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, dass wir als Deutsche wirklich China verändern können. Aber dass wir als Europäische Union manches vielleicht doch tun können, halte ich für eine strategische Frage der Zukunft. Die Zeit drängt, gemeinsame Antworten zu finden.